Hallo, ich habe ein Video für euch und zwar, wie subtrahiert man Dezimalzahlen? Also wie rechnet man Minus? Das wollen wir uns nochmal genau anschauen und ihr seht schon, es gibt nur eine einzige kleine Regel. Man muss Komma unter Komma schreiben. Das heißt, wenn wir oben starten, 3,9 minus 2,8, dann schreiben wir Komma unter Komma und können dann entsprechend rechnen. Ja, ihr dürft es schon mal alleine probieren. Drückt hier Pause und dann rechnet ihr allein. Und ich erkläre euch dann entsprechend alles gleich im Video. Okay, wir schauen uns erstmal an, wie rechnet man eigentlich überhaupt Minus untereinander? Oder wie rechnet man überhaupt Minus mit zwei Zahlen untereinander? Also, schauen wir mal. Von der 2 bis zur 3 sind es 1. Von der 1 bis zur 2 ist es 1 und von der 0 bis zur 1 ist es 1, also ist das Ergebnis schon fertig, 111. Wenn wir zwei Zahlen haben, müssen wir diese beiden Zahlen immer erst addieren und dann können wir bis ganz oben rechnen. Also 5 plus 2 sind 7, bis 13, hier kommt der Übertrag hin, sind es 6. 1 plus 1 sind 2, plus 1 sind 3, bis zur 12 sind es 9. 1 bis 1 ist 0, also ist das hier unser Ergebnis. Und jetzt gehen wir zu den Kommazahlen. Da ist es ganz genauso und überhaupt nicht schwerer. Von der 8 bis zur 9 ist es 1. Jetzt kommt das Komma. Und von der 2 bis zur 3 ist es auch 1. Also ist das Ergebnis 1,1. Hier geht es genauso. Von der 5 bis zur 3 geht nicht. Also von der 5 bis zur 13 sind es 8. 1 plus 4 sind 5. Bis zur 6 sind 1. Jetzt kommt das Komma. Und von der 1 bis zur 5 sind es 4. Und schon ist man fertig. Hier geht es genauso. Von der 9 bis zur 7 geht nicht, also bis zur 17 sind es 8. 1 und 9 sind 10, bis zur 16 sind 6. 1 und 9 sind 10, bis zur 13 sind 3. Das Komma kommt jetzt. Von 1 und 7 sind 8, bis zur 10 sind es 2. Und 1 bis 1 ist 0. Ihr hattet vielleicht gesehen, hier war irgendwie das Komma weggekommen, aber da gehört natürlich 1 hin. Sonst würde die ganze Aufgabe ja erstens keinen Sinn machen und zweitens auch nicht gehen. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir mit zwei Zahlen dividieren. Also wissen wir, wir müssen diese beiden hier erstmal addieren. Schreibt euch das ruhig auch selber so hin. 4 plus 2 sind 6. Bis zur 9 sind 3. Komma kommt, Komma unter Komma. 2 und 1 sind 3, bis zur 3 ist 0, also ist das Ergebnis 0,3. Und das Schöne ist, mit dem Taschenrechner könnt ihr das natürlich auch immer überprüfen, ob ihr richtig gerechnet habt zu Hause. Und in der Arbeit könnt ihr das dann ohne Taschenrechner rechnen. 1 plus 6, achso, erstmal hier wieder das, dass man die Plus rechnen muss. 1 plus 6 sind 7, bis zur 15, das sind 8. 1 plus 5 sind 6 und 3 sind 9, bis zur 12 sind 3, Komma kommt. 1 und 4 sind 5 und 2 sind 6, bis zur 8 sind 2. Und fertig. Hier auch wieder die unteren addieren. 7 und 3 sind 10, bis zur 15 sind es 5. 1 und 8 sind 9 und 2 sind 11, bis zur 14 sind es 3. 1 und 9 sind 10 und einer ist 11, bis zur 13 sind es 2. Das Komma kommt. 1 und 3 sind 4 und 2 sind 6, bis zur 9 sind 3. Fertig.
So, jetzt habe ich nochmal zwei ganz schwierige Aufgaben für euch. Also, wir haben ja gemerkt, wir müssen immer Komma unter Komma schreiben. Wie machen wir das jetzt hier bei dieser Aufgabe? Das heißt, wir müssen sie uns erst selber als untereinander Aufgabe aufschreiben. 10,9 minus, ja, 0,24, das wäre falsch, weil wir ja Komma unter Komma schreiben müssen. Also muss man sich das Komma da hinschreiben und dann kommt eben der Rest hier hin. Jetzt sollen wir noch minus 0,389 rechnen. Das Komma muss dahin, also muss die 0 dahin. 3, 8, 9. Das sieht natürlich jetzt merkwürdig aus, weil hier überall Lücken sind. Aber hinterm Komma darf man sich ja entsprechend Nullen auffüllen. Und das kann man jetzt genau machen. Und dann kann man auch wieder ganz normal rechnen. Okay, dann schauen wir mal. Hier müssen wir wieder plus rechnen. 9 plus 0 sind 9, bis zur 10 sind 1. Ihr seht, ich lasse immer ein bisschen Platz, wenn ich den Strich schreibe für den Übertrag. Macht das am besten auch so. Dann habt ihr das nicht so eng gequetscht mit dem Übertrag. Und ihr wisst auch immer genau, unter welche Spalte gehört jetzt eigentlich euer Übertrag. Okay, 1 und 8 sind 9 und 4 sind 13. Bis zur 20 sind 7. 2 und 3 sind 5 und 2 sind 7. Bis zur 9 sind 2. Jetzt kommt das Komma. Von 0 bis 0 ist 0. Und 10,271. Noch einmal checken, ob ich richtig gerechnet habe. 9 und 0 sind 9, bis zur 10 sind 1. Das sind 9, 13, bis zur 20 sind 7. Das sind 5 und 2 sind 7, bis zur 9 sind 2. Ja, okay. Und fertig. Jetzt kommt eine noch schwierigere Aufgabe. Hier steht das zwar schon Komma unter Komma, aber es ist besonders schwer zu subtrahieren. Schauen wir mal, wie das geht. Also die unteren beiden müssen addiert werden. 9 plus 9 sind 18. Und jetzt seht ihr, jetzt müssen wir bis zur 0, das heißt, wir müssen bis zur 20. Das sind 2. 9 und 9 sind 18 und die 2 sind 20. Bis zur 20 sind 0. Komma unter Komma. 2 und 8 sind 10 plus 7 sind 17. Also müssen wir wieder bis zur 20. Das sind 3. 2 und 3 sind 5 und 2 sind 7. Bis zur 10 sind es 3. Und dann sind wir fertig. Gut, das war super. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Das war's.